mir sowas von egal, weißt du? Oh, Spinne. Legendary Spinne. Nee, es war eine normale Spinne. Es muss irgendwas anderes sein. Schön, dass der immer direkt mit Exit präsentieren will. So, wie viele Secrets? 2. So. Oh, Afrit. Hinter dir. Alter. Was tun wir? Ich war auf der anderen Seite der Imps. Naja, da sitzt er, der Abt hat mich erwischt und der Imp hat mich eingefroren. Das ist ganz komplementiert. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viele Imps kommen. Ja, ich hab eine ganze Reihe. Oh, Arschgewicht. Der Abt hält nur noch so. Noch mehr. Es spawnt immer mehr. Mit Musik her ist das ein Legendary Zombie, aber ich habe den bis jetzt echt noch nicht gefunden. Hm. Oh, da kommt ja durch. Wie der halt echt da durchpasst. Hm. Wieso eigentlich nicht, ne? Aber im Spiel her schon. Glaubst du, ich finde den? Hm? Fuck. Ach, komm. Ich hasse diese Engel hier. Schlimm. Okay.
Was haben wir hier? Oh, da ist ein Automap. Du kannst vergessen, ich finde den nicht. Kann dir nicht sagen, wo der ist. Hm. Muss uns überraschen lassen. Ich hab gerade eigentlich möchte schon meinen, das Ganze. Achso, da ist noch ein bisschen, was ich nicht abgesucht habe. Ob der da direkt drin sein wird. Ah, ich hab das Secret schon gefunden. Eins. Du bist der Mega-Zwerg, wenn du willst. Okay. Da kommst du jetzt noch nicht ran. Oh. Uiuiui. Ich weiß, da ist ein Schwarzer dabei. Kann Stirb endlich. Gibt noch einer, ja. Da unten ist... Nee, alles gut. Wow. Oh, hab ich ihn getroffen? Sehr schön. Du, warte. Hier, schieß mal geradeaus auf die Wand. Da ist der Secret. Links, bisschen mehr da links. Nach links ein bisschen. Nee, da war schon an der richtigen Wand, aber weiter nach links in der Ecke. Egal, ich muss erstmal hier aufpassen. Ja, klar. Meint ernst, was? Ich gucke hier fast hier. Bis ich nicht wieder rankommst, ja, aber genau da wart. Frage, wie sich das öffnet, wa? Steht mal ein Kubus in der Ecke. Ich hab mal Leute gesehen, er strich dich. Ah, mal schauen. Kommt der Pain Elemental Raum. Jo. Da ist ein schwarzer, ne? Ja, der schwarze kommt. Der ist doof. Links sind zwei Revenants drin. Und die sind hinter Gittern. Ach da, jo. Das ist leider immer noch nicht offen, der Secret. So, war denn das noch, ey? Der Secret, oder was? Oder was meinst du?
Scheiß. Tja, gute Frage. Noch erstmal die kleinen Onkel. Nee, das ist nicht mehr drin. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir da. Ne, ist nicht weiter. Für die Ritter. Doch, da ist doch einer, hast du recht. Beiden Seiten, normaler. Da hab ich gesehen, ja. Links ist auch noch dein Ener, falls du ihn noch nicht schon nicht hast. Ach. Nee? Mein Gott. Wow. Ernsthaft? Oh, kurzen Prozess. Der Secret ist jetzt offen, du. Ich hab grad so einen Spectator-Mode geguckt. Ah, ich mach erstmal ein bisschen weiter. Ja, da bleibt jetzt noch. Jetzt ist nämlich die Tür gewesen. Und der Schalter hat es da geöffnet gehabt. Jetzt kommst du ran. Ja, aber ich mach noch ein bisschen weiter. Ja, ich sag nicht. Also mein. Aber noch geht's mir ja nicht so scheiße. Ballon nicht. So, gut. Sind wir hier durch, wa? Das sieht erstmal gut aus, ja. Oha, da unten wurde ja sogar ohne Bahn vorhin. Also es sind ganz viele Zombies. Da wurde die Computermap eingesammelt, fast genau da unten. Oh ja. Keine Granaten mehr, na toll. Ist dieser Legendary, sag mal, das gibt's doch nicht, dass ich den nicht finde. Guck mal nochmal. Das ist scheiße. Keine. Verdammt, ey, keine Granaten, nix da. Lebt aber nicht mehr so viel. Da hat eine Mine stattdessen reingeschmissen. Erfüllt halt seinen Zweck. Jawoll, Baby. Na. So, haben wir jetzt alles. Da kommt immer wieder was, wenn ich drüber laufe. So. Jetzt hab ich auch wieder Granaten. Volle Anzahl. Das ist doch ordentlich. So, dann sind wir hier komplett durch, glaube ich. Oder habe ich hier noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Nee. Muss ich mal die ganzen Waffen durchgehen. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Na, das ist alles. Nehme ich erstmal die wieder, Allround-Waffe, wo man keinen Schaden selber nimmt. Oder das zweite Secret Point. Ach, ich habe ja den Automap, das ist ja das Gute. Ich weiß nicht, wo das zweite Secret ist. Habe ich schon gesehen. Du kannst ja schreien, wenn das kommt. Kommt jetzt noch nicht. Steht da. Boah, ich muss mal kurz die Legendary-Musik ein bisschen leiser machen. Ja, ich hab auch schon leiser gedrückt bei mir. Irgendwann nervt's. Ist halt so überdimensioniert lauter als die Medi-Musik. Ja. Na, das ist halt das Dämliche, dass man halt bei Exiladium oder Syndronum MP3-Musik und Medi-Musik nicht separat steuern kann. Mhm.
So. Musst du denn jetzt weiter? Du hast jetzt welche Schlüssel? Ne, da ist nichts drin. Immer noch den blauen, aber ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss nochmal durch die Tür, da geht's ja noch einen anderen Weg. Achso. Da muss ich aber nochmal diesen Schalterli drücken. Ah, damit du dann an den gelben Schlüssel kommst. Und dann eine Seite davon habe ich mir noch nicht gemacht hier, genau die hier. Auch nicht die Ecke, die ist nicht schön, die ist nicht schön. Die ist brandgefährlich hier. Wenn du jetzt um die Ecke gehst, sind da zwei Revenants. Was dahinter ist, ist gefährlich. Brandgefährlich, was dahinter ist. Kann ich dir sagen. Erster ist tot, der zweite ist noch nicht mehr wach. Der spendet noch. Ach der, scheiße. Ah! Ausgerechnet du. Idiot, die Mega 2 holen. Bevor der zerstört. Nee, da musst du vorher noch weg. Der muss vorher weg. So. Das ist gefährlich da. Brandgefährlich da drüben. So, die war hier hinten irgendwo. Weiter. So. Jo. So, jetzt wird's eklig. Oh ja, ich sehe schon hier links daneben. Das ist nicht schön. Ist da irgendwas Legendary-mäßiges drin? Nee, aber ein ganz komischer Baron mit roten Beinen und roten Hörnern. Ich weiß nicht, wie ich hier wieder zurückkommen soll. Kann man da durch? Da kann man links in die Tür rein. Da kommst du wahrscheinlich rein, aber dahinter sind drei versteckte Türen mit drei Revenants hinter. Und jetzt ist das besser ist? Ja, ist das besser als der Scheiß hier. Dann weiß ich nicht, ob die offen ist, aber müsste. Probier dein Glück. Und vermieden das hier doch. Ich weiß ja nicht, wann es aufgeht hier. Dann geht das ja erst, wenn du durch die Tür gehst. Nee, das geht ziemlich bald auf. Jo, jetzt ist offen. Die Tür geht nicht auf. Na Gott sei Dank bin ich hier rausgekommen. Die machen gerade mächtig Infight. Da ist aber auch ein Bruiser zu zwei bei dem inzwischen, pass auf. Also so ein grauer, also nicht komplett grau. Ja, aber jetzt bin ich safe, weil jetzt bin ich ja hier. Meine Angst war hier hinzukommen. Der Rest hängt jetzt hinten an der Ecke fest, an der verschlossenen Tür. Ah, das ist nicht so schlimm. Das kriegt man hin. Die kommen jetzt alle. Drei Stück. Und einer ist ganz flott unterwegs. Oh, der ist gefährlich, der jetzt hier kommt. Den will ich... Ah, lass mich doch hier raus! Kommt der da rum? Ja, tut er. Nicht so schön. Uiuiuiui. Immer Runde der Ruhe, Junge. Immer mit der Ruhe. Komm nicht hoch. Anscheinend. Passt da nicht durch, oder was? Weiß ich nicht. Die erste Treppe nehmen soll, aber die erste Stufe, aber die zweite nicht. Die scheint nicht über die Treppe rumzukommen. Oh, der andere hat fast um. Der schießt da gerade mit der Railgun. Ach, der auch noch. Scheiße, Mann. Aber ich komme hier wenigstens nicht hoch, das ist schon mal gut. Nee, da muss eine Blockline drin sein. Na, es könnte auch sein, dass die an der Decke gegenstoßen. Eigentlich nicht, die kommen ja auf die erste Treppe, Treppenstufe hoch. Der hat einen Freezer nochmal gedroppt, bringt ja leider nicht, hast du ja schon. Na, zum Glück habe ich den Raketenwerfer.
Der andere auch? Alles? Beides, alles. Oh, eine Railgun. Ah, ah, das könnte schon eng sein hier, so dass er da vielleicht festgehakt ist. Nee, da ist er ja hochgekommen. Wir sind ja bis auf die erste Stufe richtig hochgekommen. Also so hier, aber hier ja, meinst du? Ah, aber okay. Dann nicht höher. Ah, okay, dann. Da muss eine Blockline drin sein. Ja, jo, dann ja. Dann natürlich ja. Tut dir die Grütze weh? Das weiß ich nicht. Tut nicht. Nein. Sehr schön. Reagiert Wasser. Walter. Na. Was bist du? Nichts. Da ist nichts, da ist kein Secret. Und ja, dahinter, links sind die Revenants. Ein Brennender. Und ein Baron. Ja. Ja, der. Der kann auch scheiße sein bei so einer Enge. Ja. Treffen sollte man ihn. Alter! Zapp mich so, dann treffe ich dich auch. Jetzt hier links in der Tür, oder wie? Ach nee, ich sehe schon auf der Karte. Hier links, hier. Ja. Oh, das ist eklig. Oh, das ist eklig. Die sind ein bisschen erhöht sogar, also die müssen runterkommen denn. Wenn ich den Schalter drücke, bestimmt. Peinlich. Hinter dem linken ist ein normaler, in der Mitte ist ein normaler, rechts ist ein Brennender. Ein schwarzer mit roten Hosen. Ja, komm. Also, ist jetzt unten, die sind nur noch wach. Gut, sind alle drei tot. Oh. Minen sind stärker als ich dachte, du. Mit einem Dings. Nicht schlecht. Die normalen hier. So, hier wärst du ja ganz viele Zombies. Da ist auch ein BFG-Zombie mit bei, pass auf. Der ist ein bisschen nach links. Also wenn du in die Ecke kommst, sieht der dich. Jetzt ist er wach. Ne, er lebt noch. Ich genau weiß. An der Stelle, wo du gerade hingeballert hast. Ich weiß, hab ihn schon gesehen. Gut, gut. Aber links sind immer noch welche, ne? Bleib doch mal auf. Irgendwie habe ich diese Waffe schon wieder unterschlagen, um ehrlich zu sein. Die hätte man nämlich auch gegen die gut benutzen können. Und auch gegen die Barone. Ach Mensch, man vergisst das immer irgendwann auch. Aber man hat hier so viele Waffen. Ja, man kriegt die manchmal halt so selten und alle futsch. Und hinten links und so sind Barone. Links ist ein normaler, rechts ist so ein roter wieder. Schwarz-rot, schwarz-orange, wie immer. Da kommst du gleich rein. Auf der anderen Seite ist das Secret. Genau hier gegenüber. Hier ist ein Hell Knight. Sag ich doch, hab ich dir doch gerade erklärt. Gut, so. Andere Seite ist auch einer. Ah. Im Ernst? Gut. So. Und auf der anderen Seite kommst du auch an Secret ran. Das müsste eigentlich direkt links vorm Schalter quasi direkt sein. Links an der Wand. Links, links. Direkt da an der Wand, geh zurück. Ah. Schalter macht mich nervös. Jo. Wow, yeah. Da aufpassen, jetzt dahinter sind zwei Miles. Ein schwarzer. Links musst du lang, ne? Hier ein schwarzer. Wo ging's denn jetzt weiter überhaupt? Genau gegenüber. Einmal genau diagonal rüberlaufen. Ja, ach, hier. Das sind zwei Miles hinter. Ein schwarzer und ein normaler. Mensch. Okay, der kommt jetzt schon. Der ist tot, der streitet und lebt. Boah, der lebt ja immer noch. Lebt immer noch. Sag mal. Ach, das gibt's doch nicht. Was hält denn der aus?
1000. Mann, ey. Wurde 3 BFGs gegeben. Ach, come on, ey. Glaube ich ja wohl nicht. Was ist das denn? So ein Arschgesicht, Binky, ey. So ein frustrierender Scheiß, ey. Alter, wieso gehen denn meine Minen hoch? Meine Minen sind ganz von alleine hochgegangen, warum? Weil ich da die Fläche so uneben kann planen. Dauert noch ein bisschen mit den Kollegen. Naja, kannst die Map wenigstens mal mitspielen. Haha, weg von dir. Aber dass der derweil nicht gestorben ist, ey, das hat mich irritiert. Dreimal BFG drauf geknallt, ey. Vielleicht hat der keinen Radioschaden. BFG geht ja nicht auf Radios. Nee, ich meinte hier die Tracer, dass ihm die nicht so Schaden machen. Tja, würde mich bei dem eigentlich wundern. Tja, oder kein Glück mit dem Multis gehabt. Keine Ahnung. Echt eigenartig. Das war ein Quatsch-Shotgunner. Den habe ich mal schnell, ne, so ausgeschaltet. So. Erstmal hier. Das scheint mir die sichere Ecke zu sein. Obwohl, was man sich vielleicht von da schon mal holen könnte, ist der Raketenwerfer. Ah. Ach, da komme ich eh noch nicht rein, das zu. Alles durchdacht. Was? Du hast mich noch erwischt? Glaub ich doch. Au, au! Ein Wusa-Dämon hat dich getötet. Ja, wenn das so weitergeht, macht das auch bei mir gleich. Da unten sind. Auch ein großer. Oh, scheiße. Der ist auch nicht gut. Hi, Jungs. So. Warum spielt eigentlich schon wieder Legendary Musik? Ja. Weil man uns hasst wahrscheinlich. Ja. Wie bitte? Komm, ach doch, da. So. Da hinten. Nicht dein Komische, Ernst. Ich hab wieder nicht gefunden, welcher Legendary jetzt eigentlich wach sein soll, ne? Tja. Du hast aber zwei Legendaries, die ich schon gefunden hab, ne? Okay. Einmal ein Chain Gunner. Und einmal einander mit der AK-47. Okay.
Hä? Der beißt was. Ach, der auch da. Irgendwas in Spectre, ja. Gut. Also ich muss. Eins muss man Doomguy lassen. Er kann echt weit nach oben treten. Ja, der ist gut, ne? Kommt bis über seinen Kopf. Mach mich doch da runter! Was Berserk macht den Komplex echt unheimlich viel Schaden. Schon krass. Ja. Auch die Säge ist hier unheimlich stark. Bist du mutig, ja? Jo. Das war ja ein Noob-Kubus. Aufpassen, der Legendary Chain Gunner ist da oben bei den Zombies. Links, der sieht dich jetzt noch nicht gleich. Da ist auf jeden Fall noch ein Baron. Naja, das auch. Der kommt da anscheinend nicht durch, oder? Ne, doch, der kommt. Ich hab eh Kick. So spart man Munition. So. Heute lernen wir Geheimtipps bei Dämonen. Wie spart man Munition? Ja, bei Complex Doom war ich bisher noch nicht so mutig mit der Faust. Beim normalen Doom bin ich ja die ganze Zeit so dreist, aber. Da ist das ja Standard, da bin ich immer so dreist mit der Faust. Aber hier ist das, muss man mutiger sein. Ja, ist ganz links. Das Witzige ist natürlich, da wo der ist, kommst der da nicht hin. Also selbst wenn der was droppt. Da ist er. So. Der hat auch schon direkt gezeigt, was, dass er da ist. Hat schon Zeichen gesetzt, wie man sieht. So. Ah, den kann man aber tot kriegen. Ist halt auch nur wieder sehr brandgefährlich mit seinem schnellen Schuss. Ja. Ich glaube, bei dem sollte ich nicht Berserk benutzen. So ein kleines Bauchgefühl. Warum einfach mal über den Zaun springen und ihn dann einmal ordentlich in die Fresse hauen. Und dafür gibt er dir dann den BFG zurück. Ja. Also, beruhig dich. Fand er nicht so gut, was du dir gedacht hast. Ich habe noch keinen weiteren Schaden gemacht, muss ich gerade feststellen. Vielleicht muss ich mal hier mitschießen. Ist gar nicht so einfach, den zu erwischen. Okay, der ist an einer richtig bescheidenen Stelle. Wie das halt meistens tun. Ah, den hat er gefressen. Du triffst halt ganz auf die Säule, das ist das Problem. Ja, weil er sich da auch hinterauf hält, das ist so. Ja, ich weiß, okay, das ist deine Schuld. Ah, das stößt er mir auch noch zurück wie Sau, so dass ich da nicht mehr in den Raum reinkomme. Ah, ist das ätzend, der Typ. Manchmal glaube ich, dass die Shotgun besser ist, dann schießt man und haut wieder ab. Bin ja dafür, dass der selbst Schaden hat, wenn er gegen die Säule schießt. Müssen wir eigentlich mal einführen, ne? Ajo. Die Shotgun funktioniert echt besser. Dann ist das ein Hit und ran. Die Schnellfeuerwaffen sind zu gefährlich, weil man dann Hit, aber zu spät wegrennt. Und ich an der Säule festhake oder an dieser blöden Lampe oder was das da ist. Mein Gott.
ist aber auch alles eine kritische Geschichte hier. Stirbt immer 1000 Tode, wenn man gegen sowas kämpfen muss hier. Damals hatte man Angst vor Cyberdämonen. Heute freut man sich über die. Über normale, ja. Muss ich mal überlegen. Damals Cyberdämonen. Gefürchtetster Gegner. Jetzt haben wir sowas. Ja, obwohl ich die Spider immer noch nerviger fand, ne? Mit ihrem, weil die Hitkraft ja direkt hit, ne? Im Cyber kannst du ja noch ausweichen, ja, okay. Vom normalen Doom finde ich die Spiders harmloser. Wenn man die BFG hat, auf jeden Fall erst recht. Ja, na klar. Ja, die haben auch eine riesige Hitbox. Ne? Wenn man BFG kann, sie one-hitten beim normalen Doom. Sie point-blank BFG geben im normalen Doom und ist sie mit einem Schuss tot. Uhuhu. Viel hat er nicht gefehlt. Er meint's ernst, der Junge. Du hast ihn ja fast. Oh, hier kann man schön weit flüchten. Das ist schon mal ganz gut. Immer musste abhauen. Ja. Bei denen schon. Und diese Lampe, ne? Kann die mal jemand abreißen? Da hänge ich nämlich regelmäßig hinter. Fast geschafft. Mit der Almighty Normalo Shotgun. Oh, jetzt kommt er aber rum da rein. Oder nicht? Jetzt hast du ihn. Wow, der hat nicht mal nachgeladen. Wie schlecht. Also jetzt wirklich mal komplett gar nicht. Da komme ich ja gar nicht hin. Ne, sagte ich doch vorhin. Oh mein Gott. Das ist aber mega bitter. Keine Chance. Leider nein. Oh je, Mine. Das ist bitter. Nicht getroffen, die Sau. Na gut. Dann halt so. Halt die Fresse! Arschgesicht. So. Bleib auf. Boah, mit einem Box! Dann hast du eine riesen Kinnlade verpasst. Jo. Das war einer normaler, sehr schön. Na, der hat nicht so gut zugeschlagen. Na, wo ist das denn? Thank you.
kriegst oben die Megasphäre nicht noch immer. Oh. Später. Nicht die Luftboxen, Mensch. Ah, oh, perfekt. Das ist so frustrierend. Vergiss die Zombies hier unten nicht. Ah ja, die. Das ist ein DFG-Zombie ganz am Ende. Oh, BFG 10.000 sogar. War irgendwie unfair, warum nimmt diese Kindheit den Schaden, ne? Jo. Der ballert damit voll gegen die Wand und tut ihm nichts. Nö. Mitleid für die KI ist das. als ob die brauchen. Auch so unser Mitleid. Oh. Gut. Bei dem Baronraum ist da was Gefährliches drin. Du meinst da unten bei dem vorhin? Wo? Oh, bei dem Baronraum. Darunter meinst du jetzt? Ja, sicher. Der Baronraum halt. Ja, da sind doch mal ein Kubi drin. Ja, hier so ein Proto-Destroyer. Gedöns. Ah, gut. Gut. Oh. Guck mal, du ist dem aufgefallen, da hinten liegt schon toter Revenant. Hier. Der Schwarze da. Oh. Wodurch ist der denn nicht dumm? Keine Ahnung. Hä? Ich meine jetzt noch mit der Auslöser, die. Wenn du direkt zur Tür gehst. Oder auch nicht. Ah, wenn ich die Tür drücke. Gerade ein bisschen Infighten da. Jo, so wie letztes Mal. Ach, leider haben die mit Kubi schon verloren. Alter, womit ballert denn der Proto-Destroyer gerade? Schwede. Meinst du ernst, der Junge? Foto des Feuer am Anmarsch. Was? Wo hake ich hier? Uiuiui. Schock des Lebens. Das ist ein Zeitdestroyer. Ach so, noch was anderes. Jo. Darum feuert der so komische Sachen. Bestimmt noch schlimmer. Ja. Hört ihr mal an, dass der da rumballert, ey. Ja, schon krass. Aber der ist gleich tot. Jo. Ja, dahinter sind jetzt nur drei Barone. War normale, aber die rennen dahinter fleißig rum. Was war das denn? Meine eigene Rakete oder der Schuss? Hab ich jetzt grad nicht gesehen. Ich auch nicht. Das ist es ja, aber ist ja auch egal. Sind jetzt alle drei direkt da unten drin. Der olle Cybruiser scheint aber nicht die Drop zu haben. Du, da lebt nun mal ein Kubus, aber frag mich nicht, wo der herkommt.
zwei Tritte und er lebt nicht mehr. So. Jo, und ich habe noch die Megasphären-Petto, ne? Jo. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ganz links ist so ein... Der in der kompletten Rüstung, der mit der Minigun Revenant. Mitte ist normal, rechts ist ein einer mit schwarzen Hosen. Ah, ich... Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Also links wirst du auf jeden Fall zwei brauchen. In der Mitte hättest du gar nicht zwei gebraucht. Scheiße, das ist ja doch der Baron. Bleib doch ruhig. Achso, der löst jetzt seine Minen aus, ne? Ja, natürlich macht er das. Geh den Backpack holen. Na, scheiße. Geh den Backpack holen, bleib doch ruhig. Oder so. Link, in der Mitte wirst du nicht zwei brauchen. In der Mitte ist ein normaler, nur links und rechts speziell. Also hier? Ja. Und der auf der rechten Seite noch eine. Okay. Ob das reicht, weiß ich nicht, aber hoffen wir. So eine dicke Kanone raus. Muss den Schalter drücken, glaube ich, oder? Ja. Oh ne, nicht der, scheiße. Hab ich dir aber gesagt, mit dem Minigun. Na, ich wusste aber trotzdem gerade nicht, dass es aus. Ja, gut, Minigun. So, pass auf. Geh noch, mach noch nicht die Tür auf. Direkt vor geradeaus, wenn du die Tür aufmachst, da ist ein Legendary Zombie. Der mit der AK. Ja, man merkt das. Alter Schwede, ey. Jetzt die Megasphäre. Leider ja. Oh, hab sie aber lange aufbewahrt. Am besten wäre gewesen, wenn du ihn noch tot gekriegt hättest und dann aber nicht zu ändern. Tja. Kein Wunschkonzert, dieses Spiel. Nimm den Backpack mit. Wenn du gerade draußen bist. Könnte man tatsächlich mal machen, jo. Und auch diese. Ach, die ist eh voll, okay. Boah, man hört die sogar, ey. Sehr dicht dran, sagt er. Oder sehr nah dran, wie auch immer. Immer altbewährtes. Alter, jetzt hör doch mal auf, du. Und an die Waffe komme ich auch wieder nicht ran. Nee. Es sei denn, er schlug ganz dicht dran, wenn du Glück hast. Du hast mir alles. Aufpassen, er ist gerade unverwundbar. Ein Helf, ey. Natürlich leider so stumm, dass du nicht rankommst. Das war ja eh zu erwarten.
ist das ein ätzender Kack. Ja. Das frustriert. Noch, noch mal der. Du hast erstmal zwei normale Vials dahinter, aber dann nach dahinter noch nicht den Schalter drücken. Würde ich dir sagen, geh dir Mii holen, weil siehst du, da wo das Licht hin zeigt, da ist ein schwarzer Weil hinter. Ich denke mal, dass das aufgeht, wenn die Tür, wenn du den Schalter betätigst. Oder das kommt dann noch. Ja, da ist er schon. Ach du Scheiße! Na gut, das wusste ich jetzt nicht, dass da welche rein spawnen. Gut, das konnte ich nicht wissen. Ach du Scheiße, ne. Das war ja mal fies. Wow. 3, 2.